Sonnenerde verkohlt, Klärschlamm? Nein, das stimmt absolut nicht. Immer wieder hören wir dieses Gerücht, dass in Pflanzen Kohle von Sonnenerde Klärschlamm enthalten sein soll. Das ist absolut falsch. Was aber richtig ist, dass wir Klärschlamm trocknen. Und zwar nur mit der Überschussenergie, die bei der Verkohlung entsteht. Hier links seht ihr den nassen Klärschlamm, der kontinuierlich in den Trockner eingebracht wird über ein Schneckenfördersystem. Und hier auf der rechten Seite kommt er dann wieder getrocknet und pelletiert heraus. Und dieser getrocknete Klärschlamm wird dann abgeholt und einer Verbrennung zugeführt. Nach den Forschungsergebnissen von Dr. Stephen Joseph ist es vor allem wichtig, Silizium und Phosphor in den Verkohlungsprozess bereits einzubringen, um diesen sogenannten Kohlemineralkomplex herzustellen. Und dann passiert es tatsächlich, dass eine Pflanzenkohle mit zum Beispiel 100 Quadratmeter pro Gramm besser funktioniert als eine andere Kohle mit vielleicht 300 Quadratmeter pro Gramm. Es geht also nicht nur um diese Oberfläche, sondern was macht diese Oberfläche im Boden zum Beispiel? Hier seht ihr den Rohstoff, der bei uns für die Verkohlung verwendet wird. Und hauptsächlich besteht der aus diesen holzigen Siebresten aus der Kompostierung. Und wie man hier sehr schön erkennen kann, ist dieses Holz völlig mit Mineralstoffen gecoatet, umgeben, beklebt. Und wir haben dadurch automatisch die richtigen und wichtigen Mineralstoffe mit im Verkohlungsprozess. Das heißt, dieses Holz wird mehrfach aufbereitet, wird gesiebt, gewaschen, zerkleinert und dann letztendlich mit anderen Zuschlagstoffen abgemischt. Wir versuchen also, die Vielfalt bei den Rohstoffen noch einmal zu erhöhen, indem wir hier auch Sonnenblumenschalen, Dinkelschalen und so weiter einmischen. Und das ist dann die Biomasse, die bei uns verkohlt wird. Es gilt also auch in der Pflanzenkohleherstellung das universelle Prinzip in der Natur: je vielfältiger, umso besser. Je mehr Vielfalt im Rohstoff, in der Biomasse, umso besser ist das Kohleprodukt, weil umso verschiedenartiger die Bindungsplätze sind. Wenn ihr genau wissen wollt, wie unsere Verkohlungsanlage wirklich funktioniert, dazu haben wir bereits ein eigenes Video gedreht. Also noch einmal, wir verkohlen keinen Klärschlamm, sondern wirklich nur ausgewählte Biomassen, um die bestmögliche Kohlequalität herzustellen. Dafür stehen wir bei Sonnenerde.